dann ist die Sache. Ja. Also ich sag mal so, es war auf jeden Fall ein schönes Let's Play, muss ich sagen. Also ich war da sehr, sehr zufrieden und ich bin mit dem Spiel auch immer noch zufrieden und würde auch ganz gerne die dritte Staffel machen, klar. Aber die dritte Staffel wird einiges anders werden. Glaube ich. Also das, da muss ich halt nochmal gucken. Da muss ich wahrscheinlich noch ein paar Tests machen. Mit der Mod zumindest und so, wie ich da gucken muss. Und da werde ich nochmal richtig gucken, wie das dann läuft. Und dann kann irgendwann in ein, zwei Monaten, drei Monaten mal gucken, dann die dritte Staffel kommen von mir aus. Dazwischen machen wir aber noch ein anderes Let's Play, wie gesagt, das habe ich ja schon angekündigt und auch schon gesagt, dass da ein Let's Play kommt, was jetzt veröffentlicht wurde. Was, ja, ist das jetzt veröffentlicht? Ist das jetzt veröffentlicht vor allen Dingen? Vor allen Dingen, sie haben das jetzt einfach veröffentlicht, weil die wollten es eigentlich im später rausbringen, das Spiel. Aber sie haben es jetzt, weil jetzt der Hype noch so groß ist, glaube ich, um dieses Spiel. Und da mein Hype auch gerade erwischt worden ist von diesem Spiel, habe ich mir gedacht, Mensch, Matze, wie wäre es denn, wenn wir daraus mal ein Let's Play machen? Ja, natürlich werde ich noch nicht verraten, um welches Spiel es sich handelt. Das werdet ihr dann in ein, zwei Wochen dann sehen auf meinem Kanal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Folgen ich hier raus machen werde. Ob ich jetzt drei große Folgen mache mit 30 Minuten, weil wir sind schon bei 1,5 Stunde. Oder ob ich einfach, keine Ahnung, ob ich einfach 15 Minuten mache oder was und dann einfach so cut, dann habe ich noch 2 Wochen Aufnahme und das ist dann das Letzte, was ihr dann seht, so nach Motto. Ich weiß es noch nicht, wie ich das machen möchte. Also fragt mich da auch am besten nicht. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich das machen werde. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich muss das nochmal sagen, wer gerade eingeschaltet hat oder wie auch immer. Ja, ich muss das immer sagen, weil, wie gesagt, ich mache ja einen Aufnahmemarathon hier, weil das die letzte Aufnahme ist, die ich für das Spiel noch ausgeben möchte. Das heißt, ich möchte noch alles bauen, was hier als Fragezeichen ist, beziehungsweise was vorher als Pausezeichen war. Das möchte ich noch alles bauen, bevor es dann zur Sache geht, wenn... ja, wenn dann alles fertig gebaut ist, dann werden wir nämlich dieses Display hier beenden, weil, wie gesagt, hier laufen die Leute mit auf Hochtouren, also die laufen mit zehnfacher Geschwindigkeit, oder auch nicht, ne, wer weiß, wie das hier weitergeht, ne, also gerade eben hatten wir so ein paar Sekunden oder ein paar Minuten ruckelfrei, ja, muss man echt sagen, und jetzt ist wieder unerträglich. Also, wie gesagt, es ist von einer Sekunde auf die nächste Sekunde, zack, ist das wieder anders, ne? Also, von daher muss man halt gucken, was wir draus machen noch. Deswegen, ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme noch wird. Keine Ahnung. Ich möchte auf jeden Fall, weil das hier, wo wir jetzt gerade drauf sind, wo wir jetzt hier im Bilde sind, das sind die meisten Sachen, die noch gebaut werden müssten. Ja, da nehme ich jetzt die Leuchttürme, die jetzt hier an den Seiten sind. Wenn ich jetzt einfach mal Pause mache für die Leute, die jetzt gerade zuschalten oder was auch immer. Wenn ich jetzt hier gucke, hier habe ich ja einen Leuchtturm stehen, da in der Ecke. Und hier hinten, hier hinten in der Ecke habe ich auch einen Leuchtturm stehen, da. Oder, naja, habe ich noch nicht stehen, aber wird noch gebaut. Quasi. Und ich habe jetzt alles auf Play gemacht. Das heißt, die sollen alles bauen, was geht. Die sollen die Häuser bauen, die sollen das bauen, die sollen das bauen. Und da bin ich echt mal gespannt, ob die das auch bauen werden. Oder hier. Oder die Häuser hier. Ich weiß aber nicht, mit welchen Sachen die jetzt da überhaupt weitermachen. Oder anfangen oder... Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie hier bauen auf jeden Fall. Den Turm bauen sie auf jeden Fall. Aber das sind 3 Leute. Was machen die anderen 3 Leute? Hier ist noch nichts da. Baut denn hier schon jemand? Guck mal, hier wird auch gleich gebaut. Oder. Ja, hier wird auch gleich gebaut. Hier fehlen noch 300 Steine. Dann wird die Karawane zumindest schon mal gebaut. Das ist schon mal gut. Dann gucken wir mal, wie viel Steine haben wir hier noch drin. Da haben wir auch nicht mehr 4 Steine drin. Das ist auch schon mal gut. Also, es läuft hier auf jeden Fall. Deswegen mache ich das jetzt wieder an, weil hier ist am meisten, was noch gebaut werden muss. Deswegen stehen wir jetzt hier auch und ich erzähle einfach so ein bisschen, wie lange haben wir jetzt dieses Let's Play am Laufen? 2 Monate? 3 Monate?
Ich weiß das gar nicht. Und als ich angefangen habe, habe ich mir halt dabei nichts mehr gedacht. Ich habe nur gedacht, scheiße, mein erstes Let's Play ist zu Ende gegangen, weil die Leute mir alle gestorben sind. Weil wir aber auch nie, weil ich halt zu doof war, die Felder so richtig zu bestücken. Weil ich habe irgendwann angefangen, Mais zu machen, weil wir dachten, Mensch, geil, Maiskolben ist doch auch lecker, kann man doch auch essen. Ja, und dann wird Mais zu Getreide. Und Getreide kann man halt nicht essen. Weißt du? Das war dann halt ein bisschen doof gelaufen bei der ersten Staffel. Und bei der zweiten Staffel, die hier, die jetzt hier im Gange ist, die jetzt schon sehr lange läuft und wir haben mehr als 48 Folgen wie in der ersten Staffel gemacht und ich finde es echt krass, dass ihr da so viel geschaut habt in letzter Zeit. Und ich finde es dann auch irgendwo traurig, dass dieses Let's Play hier dann ein Ende hat. Wie gesagt, wer will sich das Let's Play noch angucken, wenn es so ruckelt und wie auch immer. Es läuft ja gerade in ganz einfacher Geschwindigkeit und es ruckelt trotzdem. Die Leute bleiben stehen, dann laufen sie wieder, dann bleiben sie stehen, dann laufen sie wieder. Wie gesagt, es ruckelt einfach. Und das möchte ich halt verhindern, dass das nicht mehr ist. Und deswegen habe ich mir ja gesagt, hey, ich mache jetzt einen Cut hier. Beziehungsweise, ich mache jetzt so den Aufnahmemarathon sozusagen. Und das ist dann die letzte Aufnahme wirklich von dem Let's Play. Und dann ist Feierabend hier. Dann wird das Let's Play hier geschlossen. Und dann schaue ich mal, werde ich noch ein paar Tests noch machen. Und dann wird in 1, 2 Monaten, 3 Monaten, keine Ahnung, wenn, wie gesagt, das andere Let's Play, was ich noch starten möchte, das, was ich auch noch aufnehmen werde, wenn das dann startet, was dann? Oh, also auf das Display freue ich mich am meisten gerade, weil da werde ich sehr viel Angst kriegen und ich möchte noch nicht zu viel verraten. Aber ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, um welches Spiel es sich handeln könnte. Ich habe da auch schon so ein paar Tests gemacht, also mit den Aufnahmen und so weiter. Nee, Aufnahmen habe ich noch nicht gemacht, glaube ich, oder? Ich habe aber schon mal so ein bisschen angespielt, sage ich jetzt mal. Und ich wollte halt nur gucken, wie die Steuerung ist und wie muss ich hier machen, wie muss ich da machen, so ein bisschen. Und da müsst ihr mir auch so ein bisschen am besten helfen. So, das machen wir dann am besten gemeinsam. Dann ist Let's Play, das neue Let's Play. Ja, das machen wir dann alles gemeinsam. Da könnt ihr mir ja helfen. Also nicht natürlich spoilern oder so oder irgendwas erzählen natürlich. Nur einfach so Tipps geben, was wird als erstes gebraucht, was muss man da überhaupt beachten und so. Das wäre schon geil, wenn man das irgendwie hinkriegen könnte. Aber normalerweise müssen noch Türme so ineinander sein, ne? So richtig mittig so von dem Stein, oder? Ich meine, irgendwie habe ich da was so gehört. Ich könnte jetzt eigentlich mitten in der Aufnahme mal kurz aufstehen, um mal in mein Fenster zu machen. Mir wird arschkalt gerade. Mir wird kalt. Ja. Scheiße, ey. Oh Mann, ey. Aber es war schon ein tolles Let's Play, muss ich echt sagen. Also, wir haben viel gebaut, viel gemacht. Und die Mods hier haben einiges erleichtert. Aber wie gesagt, bei dem nächsten Let's Play habe ich auf jeden Fall vor, die Mods so einzustellen, damit ich dann die rot markierten Mods, ich weiß nicht, ob ich die euch zeigen soll. Ich weiß nicht, ob es dafür auch schon ein Update gab, aber wenn es ein Update gab, dann hätte man mir das ja schon angezeigt. Und es gab einfach kein Update mehr für diese Sachen. Deswegen, das ist ein bisschen traurig, dass das nicht so ist. Deswegen werde ich die Sachen werde ich dann auch wieder deabonnieren. Die roten Sachen auf jeden Fall. Und dann ist Feierabend. Okay. Dann kommt nur eine Mod rein. Ich weiß nicht, ob die auch immer ständig aktualisiert wird. Das müsste ich dann nochmal gucken. Da der scheint ja auch anscheinend so ein Let's Player zu sein, der davon auch gleich Let's Plays macht, der Modder. Bin ich mal gespannt. Vielleicht schreibe ich ihn auch mal gucken. Also falls du zuhörst, oder falls du das mal gesehen hast von mir, dann freue ich schon mal. Die Staffel wird mit einer Mod sein. Wo es so ein bisschen realistischer gestaltet ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie der heißt. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, deswegen lasse ich das lieber. Bevor ich jetzt irgendwas sage und der ist das nachher gar nicht. Das wäre natürlich doof, ne?
Und falls ich mich gerade so anders anhöre, ja, ich bin etwas verschnupft gerade so ein bisschen, ja. Und ich höre mich auch noch so ein bisschen verschlafen an. Also ich gehe auch noch ab und zu. Ich bin noch total, keine Ahnung. Ich nehme ja schon gerade fast eine 1,5 Stunden auf. Ja, ist eine Menge. Sind auf jeden Fall auch eine Menge Aufnahmen wahrscheinlich. Und was ich auch noch eben machen sollte, zwischendurch mal speichern. Warte. Und zwar hier. Ja. Hier. Okay. Aktuell Spiel speichern. Ja, sollte ich mal machen. Wie gesagt, 28.01.12.11 Uhr. Genau. Und jetzt haben wir schon 12.54 Uhr. Also von daher, ja. So, jetzt habe ich mir eben kurz gespeichert. Na, falls das Spiel mal wieder abrauschen sollte, dass dann nicht, dass ich dann nicht wieder alles neu setzen muss und hier und da wieder alles neu ist. Das ist, finde ich, dann wieder doof. So, hat er jetzt alles fertig mal hier, was? Ja, also geht doch. Das heißt, die Augen richten sie jetzt hier oder auf, oder was? Wie weit ist der denn? Oh, guck mal, fast fertig, cool. Cool. Ja gut, besser ist natürlich, wenn man nicht alle Sachen gleichzeitig drauf hat, sondern einfach, ja, normalerweise müsste man immer sagen, Stück für Stück für Stück, aber ich kann das nicht sehen, ganz ehrlich. Oder soll ich das machen? Ich weiß das nicht genau. Also ich finde es ja lieber, wenn es jetzt alles an ist und dann, wenn es fertig ist, boom, kann man das beenden. Aber ich möchte halt sehen, wie das wieder fertig ist. Und wenn ich jetzt wieder alles anfangen würde zu pausieren, weil das alles mir zu langsam läuft hier gerade. Hier ist ja auch noch nichts gemacht. Hier ist auch noch nichts gemacht. Nein. Dann lassen wir das noch aus. Das machen wir wieder. Da ist aber auch schon was im Gange. Nein, das lasse ich an. Da ist noch nichts im Gange. Hier ist auch noch nichts im Gange. Und hier auch noch nicht. Hier schon gar nicht. Vor allen Dingen, wo müssen die denn die Steine holen? Guck mal an. Die Steine 450. Wir hatten noch bei dem einen nur 1000. Wie viel haben wir da noch drin gehabt? 1000 irgendwas, oder? An Erstein gehabt. Dann mache ich den auch eben wieder Pause. Entschuldigung, aber mir dauert das einfach so ein bisschen zu lange, ey. Die sind da am Rumrakehlen hier, ey. Ja, da liegt ein bisschen Holz, egal, mein Gott. Ist mir jetzt auch egal. Ist mir egal. Sind jetzt hier auch mal langsam bei? Nein, sind auch nicht bei. Zack. Das ist immer noch der gleiche. Ja, die sind dabei, aber irgendwie auch nicht. Oder warte mal, den lasse ich an. Dann ist der zumindest schon mal fertig. Hier ist noch nichts gebaut. Hier ist auch noch nichts gebaut. Ja, ich mach mal kurz die Sachen mal eben wieder weg. Ich weiß, das ist zwar jetzt ein bisschen doof alles, aber... Pause. 20. 15, Leute. Was habe ich denn sonst noch am Bauen gehabt? Sonst nichts mehr, ne? Vielleicht bauen sie jetzt ein bisschen schneller. Oder ich mache den auch noch eben Pause. Haben wir hier 13. 13. Dann lasse ich den auch noch mal eben weg. Dann haben wir nur noch 11. Und dann kann ich die Leute auf 11 machen. Und dann können wir hier weitermachen. Dann haben wir jetzt nur noch den hier im Gange. Dann haben wir jetzt nur noch den Burgwächt. Mann! Den Wachturm. Den haben wir jetzt noch im Gange. Wachturm. Und dann haben wir nur noch die Sachen hier im Gange. Dann dürfte eigentlich nichts mehr so weit ruckeln. Theoretisch. So, jetzt bin ich mal gespannt hier, wie das hier gebaut wird. Oder wann überhaupt was gebaut wird. Wir haben hier alles da, ne? Alles da. Jetzt müssen nur noch die 55 Schritte zum Eselhof gemacht werden. Wie viele Schritte haben wir hier dann noch zu dem Turm?
Wir haben noch 15. 15 Schritte zu dem Turm. Okay, alles klar.